So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Ryzen hier, ich und ihr zusammen. Wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sind natürlich weiterhin an dieser Stelle. Die letzte Folge war ein bisschen lang, weil ich aus Versehen die Zeit vergessen habe, aber es mega viel Spaß macht, hier den Rätseln auf den Grund zu gehen. Und, das war richtiges Deutsch, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall werden wir jetzt weitersuchen. Ich frage jetzt erstmal ihn hier, ob ich jetzt alle Heilpötte verteilt habe. Ja, haben wir. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Gut gemacht, mein Sohn. Du bist wahrlich eine Samariter. Die heilige Flamme möge dich schützen. Kann ich noch was für dich tun? Kann ich noch etwas für dich tun? Nein. Ich denke, im Moment wäre das alles. Puh, Gott sei Dank. Vielleicht später. Okay. So, Belschwur habe ich versorgt. Liegt hier nicht vielleicht noch irgendwie so ein Fellstück? Nix. Und was macht der Typ da hinten, wenn ich jetzt diese Schatztruhe angehe? Das Schloss ist zu schwierig für mich. Oh. Die machen sich auch nichts daraus, wenn ich das einfach alles mitnehme. Gut, dann alles cool. Alles cool, Bro. Gills. So, dann werden wir jetzt erstmal loslaufen. Und wir brauchen noch wir müssen noch den dritten Bruder finden. Von den drei dummen Drillingen. Drei dumme Drillinge. Den hier müssen wir töten. Sid müssen wir aufs Kreuz legen. Und dann kommt noch das. Ja, rede ich erstmal mit ihm hier. Ich habe den Spion gefunden. Und Sid hat ihn beauftragt, richtig? Ja, alles richtig. Doyle, einer der Tagelöhner. Er hat die Hosen voll und will nicht in die Vulkanfestung. Doyle hat sich auf unsere Seite gestellt. So viel Mut hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ich habe ihm keine Wahl gelassen. Dann solltest du dich jetzt um Sid kümmern. Also muss ich Sid töten. Gut. Steaks und Zwiebeln. Ein Kochbuch. Das schreibe ich mir mal ab. Aha. Hi, ich bin der Mo. Mo! Was machst du hier? Geile Tätowierung. Ich arbeite für Dagel. Ich liefere das Fleisch aus. Und sonst? Ich beseitige auch die Schlachtabfälle, halte die Fleischerei sauber, koche das Fett ein und hol die Kühe. Ich habe einen ziemlich langen Tag, also wenn du nichts Bestimmtes willst, lass mich arbeiten. Okay. Was willst du hier? Oh mein Gott, ist ja gut, ist ja gut. Wenn du deine Kuh suchst, bist du ja falsch. Hier gibt es nur tote Kühe. Und die sind Eigentum des Ordens. Ich suche keine Kuh. Dem Gürger sei Dank. Das Letzte, was ich heute noch gebrauchen kann, ist ein zeternder Bauer. Wieso? Die kommen hier rein und behaupten, ich hätte ihre Kuh gestohlen. Dabei geschieht ja alles nur auf Anordnung des Ordens. 2 Stunden Gelaber für nichts. Frag mal Mo. Da kann ein Lied davon singen. Du verdienst hier bestimmt eine Menge Gold. Das Schlachthaus ist eine Goldgrube. Aber der Gewinn geht fast komplett an den Orden. Ich werde nur fürs Schlachten bezahlt. Wenn du mehr wissen willst, musst du nach nebenan gehen und mit Baxter reden. Er führt die Bücher. Ich bringe ihm jeden Abend die Kasse und bekomme meinen Lohn. Ach genau, mit Baxter soll ich noch reden, wegen Fleisch, ne? Und noch ein Buchständer. Erfahrung 5. Ich komme wegen des Handels mit Flavio. Aha, der Handel mit Flavio. Da fehlte mir noch die Ware. Das sind insgesamt 10 Felle. 5 Wolfs und 5 Keilerfelle. Aber ich nehme nur die vollständige Lieferung. Oh. Ich habe noch nicht genug Felle. Aber wo ist der letzte Bruder? Hier geht's auch noch ziemlich weit, muss ich sagen. Wo sind diese restlichen Felle? Wo soll ich die auftreiben? Ist das der Bruder? Na, mein Jung, was kann der alte Jack für dich tun? Was machst du hier? Sieh mich an, ich bin ein abgetakelter Leuchtturmwärter. Ich habe immer von der See gelebt. Früher als Seemann, dann als Leuchtturmwärter und jetzt als Strandsammler. Aber ich will mich nicht beschweren. Man findet viele Dinge, die man gut verkaufen kann.
Lass uns... Ah, ein Wildschweinfell. Dietriche. Fläschchen, schwarze Perle. Was will ich denn mit einer schwarzen Perle? Ich dachte, du wärst... Ach, mein Turm und ich, wir haben uns hier zur Ruhe gesetzt. Es kommen ja eh keine Schiffe. Ohne Schiffe auch kein Leuchtturm. Meine müden Knochen wollen nicht mehr. Und mein großer Freund hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin zufrieden, wenn ich auf meiner Bank sitze und mir den Wind um die Nase wehen lasse. Du hast nicht zufällig einen Rum, der meine Schmerzen lindert? Ja, hast du. Hast du einen Rum? Als Seemann zieht dir früher oder später die Feuchtigkeit in die Knochen. Die Knieschmerzen und der Rücken will nicht mehr. Da ist es egal, ob du ein Mann oder ein Turm bist. Alles wird morsch. Die See hinterlässt früher oder später immer ihre Spuren. Merk dir das, Junge. Interessant. Da hast du deinen Rum. Und ich bin raus. Und ich bin raus. Raus. Verfolgt er mich? Will der was von mir, wenn ich da reingehe? Nö. Gut. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Oh, Jacks Truhe. Da ist eine goldene Schale. Telekinese. Deswegen verkauft der Telekinese. Habt ihr gesehen, im Dings ist ein Telekinesenzauber in seinem Handel drin. Zack. Drei Goldschalen. Und wo geht's hier hin? Lol, kann ich hier nicht runterfallen? Komisch. Aber mich interessiert, was in der Truhe ist. Nur mit Jacks Schlüssel geht das. Hier steht einfach random eine einfache Truhe rum. Mit dem Wolfsfell drin. Ich hab voll Schnupfen. Mit dem Wolfsfell drin. Brauch nur noch zwei Wildschweinfälle. Wildschweinfälle. Warte, hier war was. Minze. Brathering. Hier fliegen einfach übelste Fliegen rum und es gammelt hier voll ab. Ich schnapp mir den Brathering, ey. GG. Edgar. Edgar, der Metzger. Der sitzt da nur so rum. Gary, die alte Flasche, ist ein Lappen und stinkt. Leonardo. Ja. Wolfsfell! Wolfsfell! Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu benehmen hast. Ja, ich lege mich eine Runde schlafen. Raus da, das Bett gehört mir! Ah, Mann! Darf ich hier hingehen und du verfolgst mich nicht mehr? Hey du, Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Was willst du hier? Carlos will mich sprechen? Der Kommandant der Stadt! Ist das hier das Wachhaus? Gerade aus der Vulkanfestung gekommen, was? Geh rein und such dir einen Schlafplatz. Lol, geil. Ich habe hier einen Schlafplatz. Cool. Ich wollte nämlich gerade bis Mitternacht schlafen und dann alles ausrauben hier. Hier lassen sich ein paar nützliche Dinge finden. So ein paar Golddinger, links und rechts. Ulf! Du siehst nicht aus wie ein Kämpfer. Schwarmeier, bin ich ja auch nicht. Ich bin Schatzsucher. Und einer der Besten der Welt, möchte ich mal anmerken. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen gehalten werde, versteht sich. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du mit deiner Spitzhacke Erz schürfst. Ich dachte, du bist Schatzsucher. Ob du eine versteckte Wand einhackst oder Erz schürfst, ist alles das Gleiche. Aber ich habe keine Lernpunkte, glaube ich. Verdammt. Du bist also ein... Du redest von dir und da... Genau, wie ich... Ja, aber ich weiß nicht, ob ich euch die Nummer mit den besten Schatz... Denk doch, was du willst. Schon als Kinder konnten wir... Man könnte sagen, meine Brüder und ich sind... Und wir sind schon sehr... Wir sind unabhängig. Ob Don oder Ink. Und das... Ja, ja. Die Höhlen... Was nehmt ihr... Im Moment würden wir jeden Job annehmen. Also, wenn du einen guten Job...
Doch dazu müsstest du uns aus der... Ach ja, und die Kleinigkeit mit den Weißen hier. Du müsstest Hernandez davon überzeugen, mich gehen zu lassen. Ich werde euch aus der Stadt... aus der Stadt bringen. Großartig. Das hört sich vielversprechend an. Dann kümmere dich erstmal um die Weiße Wache an. Wenn Hernandez mich nicht gehen lässt, komme ich hier nie raus. Wie über... Tja, du weißt ja, warum sie mich hier festhalten. Sie wollen die 3 Goldschalen. Und was soll ich jetzt machen? 3 Brüder, 3 Goldschalen. Der Rest ist deine Sache. Hauptsache, du ziehst die 3 Schalen aus dem Verkehr. Wie zieht man 3 Gold... Erstmal muss... Und dann... Ja, die Quest habe ich doch schon lange... Hauptsache... Ach ja, am besten sagst du ihnen, dass sie... Sie wissen dann schon... Alles... Jetzt soll ich die Brüder auch noch zum Treffpunkt schicken. Na warte, ich schlafe erstmal bis Mitternacht. Klau hier alles. Und dann machen wir den Rest. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Lol, ich kann da nicht rausspringen. Jetzt pssst, Leute, ich dachte gerade, ey. Was war das jetzt? Lol. Jetzt ist hier eine Tür aufgegangen. Ach, und nochmal. Geschafft. Oh, die Kombination hatte ich noch nie. Aber das Bild kam mir so verdächtig vor. Habe ich einfach mal klicken gespammt auf das Bild. Und was passiert? Einfach eine Geheimtür auf. Schutz vor Stichwaffen. Hier steht etwas über Magie. Weisheit plus. Oh, geht nicht mehr zu. So ist das. Es sei denn... Wegen eurer... Was genau? Er wird... Carrasco hat mich angewiesen, den... Du willst mich... Du wirst dich so lange... Erst wenn die Sache mit den 3... Ha, ich muss also nur die Quests erfüllen, die ich schon habe, weil ich habe alle Gegenstände. Und dann kann's losgehen. Wolfsfell. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Leute, ich liebe es zu klauen. Leise sein. Stehlen. Alles ausrauben. Unendliches Inventar. Die kleine Kräuterkunde. Gehen wir noch hoch. Wir gehen noch hoch. Oh, Kerzenleuchter. Blub.
erstmal eine Runde kochen in einem fremden Haus, das man gerade komplett ausräumt, Alter. GG. Sieht richtig lecker aus. Nochmal von vorn. Geschafft. Was war das? Wolfsfelle? Zwei Stück? Ach, ich brauche aber Wildschweinfelle. Ah. Naja. Tschüss, Leute. Es ist so GG. Ich liebe das einfach. Es ist so geil. Zu klauen. In diesen Spielen. Ja. Walter! Kannst du mir Waffen verkaufen? Nein. Oh. Ich brauche ein stumpfes Schwert. Auch eine Wache. Hm. Ich brauche immer noch Wildschweinfelle, aber ich gebe jetzt trotzdem erstmal die Quest ab. Beim Obermacker hier, wo ich die Quest angenommen habe. Weasel. Weasel, Kadesel, Weasel. Edgar, Weasel, alle. Heureka, Heureka, ja, wir springen durch das Land. Heureka, Heureka. Ich muss noch Sid umbringen. Das darf ich nicht vergessen, Sid umzubringen. Hier, ich... Na sowas. Ich bin sehr beeindruckt. Hätte nicht gedacht, dass du die Artefakte noch abfängst, bevor sie beim Don im Banditenlager landen. Ich werde Kommandant Carlos von deiner Tat erzählen. Nur weiter so, dann wirst du es noch sehr weit bringen. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Du kannst dir was aus... Oh. Ganz wie... Toll. So, jetzt kann ich auch den Butler freilassen. Der Butler ist jetzt damit befreit, dass ich die Quest abgegeben habe. Dann werde ich jetzt erstmal Sid umbringen. Zumindest werde ich es versuchen. Schleich hier nicht. Hier gibt es nichts Interessantes für dich. Ich hab da einen Spion. Er hat zu viele. Ich hatte besser. Dort. Was redest du denn da für einen Unsinn? Verflucht, dieser Idiot. Was wirst. Wenn ich bleibe, werde ich. Es wird besser. Bei der nächsten. Waffe. Ich schnapp mir den Mistkerl. Ja! Ja! Oh. Du gehst mir nochmal. Verdammt, ich habe mich zu oft treffen lassen, Leute. Ich habe mich viel zu oft treffen lassen. Und der sieht einfach aus wie Sid. Ich muss sagen, die Gesichter kommen ja ab und zu mal 1, 2, 3, 4 Mal vor. Das muss man schon mal erwähnen. Man kann nicht die ganze Zeit ein Spiel hochloben und hochpreisen. Gesichter sind hier wirklich häufig die gleichen da, aber ach, das stört mich eigentlich so gut wie gar nicht, muss ich dazu sagen. Achso, ich wollte eigentlich nur F8 drücken. Ich. Bla bla bla, hatten wir eben schon. Bla 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 bla. Was, bla wenn bla, ich. Bla, bei der bla. Nächsten. Was? Ich schnapp mir den Mistkerl. Ja! 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 Wie ich da einfach. Das war jetzt mal easy. Nelsons Ring. Ach, und nochmal. Nochmal von vorn. Geht doch. Mal gucken, ob die mir das nachträgt, dass ich ihren Mann umgebracht habe. Ist er dann vielleicht auch nicht immer so in solchen Spielen. Du mieser kleiner Dieb. Kommt wieder an hier. Ba, ba, ba. Katie, ich will dich nicht auch noch umbringen müssen.
Obwohl es eigentlich besser wäre, die ganze Familie auszuräuchern, weil der dreckige Banditen. Oh Mann. Ich werde erstmal mit ihr schnacken. Riecht schon mal nicht schlecht. Nichts. Nichts zu holen. Komm, dann koche ich nochmal. Bis die wieder aufsteht, ey, die braucht wieder eine halbe Million Jahre, kriegt sich wieder nicht ein, hat nur ein bisschen was mit dem Speer auf den Kopf gekriegt, ey, was ist da los? Oh, scheiße. Lecker. Halte deine Finger bei dir. Ich rede nicht mit... Hau bloß ab. Ich rede nicht mit Dieben. Aha. Aua, das... Banditen-Vibe. So, das hätten wir geregelt. Wohnung wäre auch frei eigentlich jetzt. Für die armen Leute da. Sid hat uns verlassen. Ich werde ihm keine Träne nachweinen. Gute Arbeit. Gute Arbeit, mein Freund. Okay. Got it, Bro. Ich brauche trotzdem noch Wildschweinfelle. Was ist das denn hier? Da ist Mo. Und ein Bauer. Und ein Stuhl. Und Carol. Wer ist Carol? Lass mich. Ich bin gar nicht da, okay? Was ist los mit dir? Ach, es ist dieses besoffene Schwein Erickson. Tagelang saß er da auf der Bank und starrte mich so unheimlich an. Schließlich hat er bei Donna Sonja für mich bezahlt und ich sollte mit ihm gehen. Ich habe mich geweigert und da hat er mich verprügelt, das Schwein. Ich werde mich um den Dreckskerl kümmern. Wirklich? Würdest du das für mich tun? Ich würde dir all mein Erspartes geben, wenn das Schwein endlich aus unserem Haus verschwindet. Aber sei vorsichtig. Er ist ein mieser Hundesohn. Ich pass schon auf. Der gehört zu dem Banditen des Don. Gucken, ob ich den umbringen darf. Ohne Strafe zu kriegen. Was willst du von mir? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Du hast ein paar über deinen Durst getrunken, was? Ich möchte mal wissen, was dich das angeht. Hau ab! Sonst gibt's ein paar aufs Maul, klar? Ich werde dir jetzt... Du willst dich um... Na dann mal los! Ja! 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 Wow. Ich will Blut sehen. Aber er ist nicht so schnell wie ich. Ja! Ah, gut. Ich hab grad gesagt, er ist nicht so schnell wie ich. Auf einmal schlägt er mir noch einen rein mit seinem Hammer. Ich werde dich jetzt sowas von auseinandernehmen, du Lappen, ey. Ich skipp das wieder alles so bla bla bla. Ich bin Und ich... Ich werd... Du... Na dann mal los! Los doch! Weiter! Ja. Ja. Mach schon! Ja! Los doch! Ich möchte dich nicht in seiner Haut... Das wird noch Ärger geben. Tja, so kann's kommen. Erickson hat seine Packung bekommen. Ja, ich habe gesehen, dass er ordentlich Prügel bezogen hat. Hast du das gesehen? War klasse. Aber ich fürchte, das reicht mir nicht. Er wird immer noch hier auf der Bank sitzen und mich anstarren. Okay, du bist der Stärkere. Was willst du denn noch? Erzähl mir mal was zu dem Schlüssel, den du bei dir hattest. Wenn ich dir sage, wem der Schlüssel gehört, kann ich mich ja gleich begraben lassen. Verschwinde! Aus mir kriegst du nichts heraus! Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Und fasst du die Mädchen hier noch einmal an, wirst du es bereuen. Verstanden? Ich bin ja schon weg. Nur nicht nochmal schlagen, ja? So. Ich schätze, Erickson wird sich hier nicht mehr blicken lassen.
Endlich ist der Spuk vorbei. Frauenheld. Du bist toll, weißt du das? Ich danke dir, mein großer Held. Hier hast du mein ganzes Gold. Ich werde mich jetzt erstmal hübsch machen. Und du? Pass auf dich auf, ja? Danke. Du auch. Oh yeah. Wir sind ihr großer Held, meine Freunde. Gut, Leute, aber wir werden hier diesen Puff weiterhin in der nächsten Folge untersuchen. Ich weiß nicht, ist das hier ein Bordell? Ich habe keine Ahnung. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Kommt einfach mit euren Kommentaren, ab in die Kommentare mit euren Kommentaren, wie ihr die Folge fandet. Und ich denke, dass wir jetzt bald drauf und dran sein werden, die Stadt erledigt zu haben. Weil es sind ziemlich viele Quests, die wir langsam fertig haben und auch jetzt noch abgeben können. Und so mal sehen. Ja, mir macht es riesig viel Spaß. Keine Ahnung, ich liebe das. Dieses Rätseln hier rumlaufen, rumquesten, versuchen, was abgeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns beim nächsten Mal.